hast mal wieder freie Tage, aber weißt nicht, was du genau machen sollst? Dein Gefühl sagt dir, dass du dich auf die Couch legen willst. Videos, Shorts und Streams schauen musst. Dass du dich an den PC setzen willst, um etwas zu zocken, weil du mal wieder richtig entspannen musst. Die Stunden verfliegen und du bist in einem Rausch. Schneller als du schauen kannst, ist deine freie Zeit zu Ende. Und du fühlst dich irgendwie nicht erfüllt und leer, obwohl du eigentlich gedacht hast, dass das genau das ist, was du gerade brauchst. Ich kenne das Gefühl nur zu gut und ich habe mich immer gefragt, was ich dagegen tun kann. Lohnt es sich überhaupt, irgendwas zu starten? Ich habe ja nur 2 freie Tage. Ja, es lohnt sich. Diese Woche habe ich mir mein Kajak genommen, ein Zelt eingepackt und bin einfach drauf losgepaddelt. Es brauchte nicht viel Vorbereitung, obwohl ich wieder das Gefühl hatte, dass es mich erschlägt. Ich habe alles in einen großen schwarzen Rucksack gepackt und auf meinem Kajak verstaut. Die Euphorie am Anfang hat alle meine Zweifel schnell verschwinden lassen. Ich war begeistert, endlich mal wieder auf dem Wasser unterwegs zu sein. Es gibt dir einfach eine Perspektive, welche man nicht so oft hat. Schwankend und im Fluss des Wassers, ohne zu wissen, was sich unter einem verbirgt. Eins mit der Natur, dem Wasser, auf dem ich gleite, dem Wind, welcher mir an den Ohren vorbeizieht und der Sonne, die mir ins Gesicht lacht. Ich nehme viele Gesänge der Vogelwelt wahr und manche Vögel lassen sich sogar blicken. Ein Mann ist mit seiner E-Gitarre rausgegangen und spielt mir einen Song auf dem Wasser. Geile Mucke! Ich treffe jemanden, der mir eine Banane bringt und ein Seil zum Anbinden meines Kajaks. Wir verstehen uns gut und er erzählt mir viel von der Gegend. Ich fahre weiter und unsere Wege trennen sich. Und ich merke, dass das Kajakfahren auch gut anstrengend ist. Ich spüre meinen Körper und peile den Campingplatz an. Vor Ort treffe ich meinen Ehrenbruder Papfi, welcher auch das gute Wetter genutzt hat und mit seinem Motorrad rausgefahren ist. Ich freue mich mega, ihn wiederzusehen und mit ihm zu reden. Er bleibt leider nicht lange, aber ich habe mich trotzdem riesig gefreut. Ich baue mein Zelt auf, mache mir Nudeln mit Pesto und mit vollem Bauch gehe ich schlafen. Ich bin erschöpft und erleichtert. Ich spüre meinen Körper und höre die Musik der Natur und schlafe langsam ein. Geh doch einfach mal raus und mach den Bildschirm aus. Es gibt so viel zu erleben, so viel zu sehen. Du musst dich nur trauen. Ich wache erholt auf und kann direkt auf meinen Kajak. So früh ist hier noch niemand auf dem Wasser. Ich fahre durch einen wunderschönen Abschnitt Natur, bis ich an einem kleinen Ort namens Neu-Venedig vorbeikomme. Die Leute hier wohnen direkt am Wasser. Was ein Träumchen, Alter. Ich fahre über einen riesigen See und dann treffe ich einen Zuschauer, welcher mir Nüsse vorbeibringt. Mega nett. Jemand in meinem Livestream-Chat namens Kapitän schreibt, dass er gerade an mir vorbeigefahren ist. Tatsächlich fährt jemand dieses große Schiff und schaut gleichzeitig meinen Livestream. Er hupt mehrmals, um mir zu zeigen, dass er es ist. All diese Sachen und Personen hätte ich nicht erlebt, wenn ich auf meiner Couch geblieben wäre. Was ich damit sagen will, ist, dass es nur ein bisschen Überwindung braucht, auch alleine mal eine coole Aktion zu starten. Du brauchst auch nicht viel Zeit. Fahr doch einfach mal mit deinem Fahrrad los oder miete dir ein Boot. Du kannst auch alleine in eine fremde Stadt fahren. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen.